es war wieder mal ein toller Tag hier im Hoch 5 im Herzen von München. Und unsere Botschaft an die Ampel ist die, also letztlich Freiheit für Bayern. Denn also wir wollen nicht bevormundet werden von Berlin und gegängelt werden. Also mit einer Verbotskultur und Vorschriftenkultur, wenn man das Gebäudeenergiegesetz nimmt, das Millionen von Menschen in Deutschland in Ängste und Nöte stürzt. Wir setzen auf Freiwilligkeit, wir setzen auf Förderung und wir setzen auf Verstand und Vernunft. Und klares Signal an den Bund, diese Rezession derzeit, die ist politisch hausgemacht. Wir müssen diesen Virus wieder losbekommen, der die Wirtschaft runterreißt. Unsere jungen Leute sind tolle junge Leute, die auch wirklich Firmen gründen wollen. Wir sind mittlerweile in München Gründerhauptstadt Deutschlands. Also wir haben Berlin hier überholt mittlerweile. Das zeigt, die jungen Leute wollen anpacken. Ich freue mich, dass wir auf der Mai-Klausur das Thema Kultur so prominent besetzen konnten. Und wir haben einen wichtigen Input bekommen, insbesondere was die Vernetzung von freier Kulturszene, Hochkultur, aber auch niederschwelligen Angeboten im ländlichen Raum anbelangt. Ich meine auch, dass die Idee eines externen Expertenrates, der entscheidende Argumente auch dafür bringt, wie die Staatsregierung künftig mit Förderungen, mit Projekten, mit Geldern überhaupt umgeht, eine gute Idee, die wir versuchen werden, in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen. Ich finde, dass wir insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir schwierigste Rahmenbedingungen zu meistern hatten, eine Zeit, in der wir von einer Jahrhundertkrise nahtlos in die nächste übergegangen sind, aus der Pandemie kommend hinein in eine Situation mit Krieg im Herzen von Europa und allen damit verbundenen Herausforderungen der Energiekrise, eine sehr eindrucksvolle Leistungsbilanz dieser Bayern-Koalition, insbesondere in den Häusern, die unsere Regierungsfraktion verantworten durfte, vorweisen können. Ich denke da an das Wirtschaftsministerium mit der 3,5 Milliarden schweren Hightech Agenda, mit unserer Offensive für den Mittelstand. Wir haben Bayern zur Nummer 1 bei den Zukunftstechnologien, bei den Gründungen, beim Wasserstoff in ganz Deutschland gemacht. Wir haben die Bildung als zentrale Zukunftsressource unserer Heimat ganz oben priorisiert. 65.000 digitale Klassenzimmer, 5.500 neue Lehrer, 15.000 neue Studienplätze, dafür gesorgt, dass da so richtig wir diesen Spitzenplatz im Bildungsmonitor bundesweit für uns behaupten können. Und wir haben entgegen der öffentlichen Wahrnehmung auch das weitreichendste, das am besten finanzierte und das konkreteste Klimaschutzgesetz in ganz Deutschland auf den Weg gebracht. Für uns ist es so, dass das Thema des Sinneserbe ein wichtiger Baustein ist, damit eben die Glocke in der Ortsmitte, das Brotbacken auch in Zukunft, das Bierbrauen mitten im Ort, die Landwirtschaft, die rund um die Kirche stattfindet, auch in Zukunft genau unser kulturelles, unsere Heimat, unsere Dörfer und damit unser Zusammenleben prägen. Das ist unsere Resolution. Passenden Emissionen und Emissionsschutz, den die Länder selbst regeln können, damit unser Dorfleben, unser Zusammenleben, unsere Heimat bleibt. Ja, die Kommunen sind zuständig für die gesamte Infrastruktur, angefangen von Schulen, von Kindergärten, von der Verkehrsinfrastruktur, von den öffentlichen Personennahverkehr. Dafür brauchen die Kommunen entsprechende finanzielle Mittel und dafür wollen wir sorgen. Bei der Polizei steht ein Generationswechsel an, so wie in vielen anderen öffentlichen Bereichen auch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Polizei auch in Zukunft mit ausreichend Personal ausgestattet ist, um die Aufgaben für die Sicherheit der Bürger zu sorgen, auch tatsächlich lösen zu können.